Hallöchen, ich bin Flo, das ist Ben. Und das ist Was geht ab? Happy News! Genervt von der Aufdringlichkeit von Kreditkarteninstituten hatte ein 42-jähriger Russe die grandiose Idee, den Kreditabzockern den Kampf anzusagen. Nachdem Dmitri Agarkov anhaltend Post von Internetbanken erhielt, die ihm teure Kreditkartenkonditionen andrehen wollten, entschied er, seinen Vertrag so ein klein bisschen zu tunen. Kurzerhand veränderte Agarkov den Wortlaut eines Vertrages, der ihm zugeschickt worden war, und schrieb sich selbst Traumkonditionen von 0% Zinssätzen, komplette Gebührenfreiheit und unbegrenzten Kreditrahmen in das Kleingedruckte. Er selber so. Das ist ungefähr die geilste Idee ever. Aus Jux schickte er seine eigene Version des unterschriebenen Vertrages an die Internetbank Tinkoff zurück, die sich über seine Unterschrift so sehr gefreut hat, dass sie ganz vergessen hat, den Vertrag selbst nochmal gegenzuchecken, bevor sie ihn dann tatsächlich offiziell bestätigt hat. So nutzte Agarkov 2 Jahre lang seine getunte Traumkreditkarte, bevor ihm die Bank auf die Schliche kam und das Konto dicht machte. Die Bank fordert nun in einer Klage von dem Trickser ihre üblichen Gebühren ein, die ihnen aber laut des Spitzenvertrags nun nicht mehr zustehen. Und vor Gericht hatte er damit sogar schon teilweise Erfolg, denn er muss nur das Geld für seine getätigten Einkäufe zurückzahlen. Aber das ist dem Russen noch nicht genug. Er klagt die Bank jetzt nämlich seinerseits an wegen Vertragsbruch und fordert 500.000 Euro. Ha-pow! Diese Vertragsstrafe hatte der Fuchs natürlich im Vorhinein feinsäuberlich mit ins Kleingedruckte reingeschrieben. Was meint ihr? Darf man das? Ist dieser Mann ein Betrüger oder ein Held? Krass! Haben wir gerade über Geld gesprochen, bleiben wir doch gleich bei Thema Geld. Diesmal aber nicht in Russland, sondern in Amerika. Oh yeah. Und der Gewinner heißt Kevin Lewis. Und das gleich 2-mal. In einem Casino im amerikanischen Cincinnati wurde Kevin Lewis binnen weniger Sekunden zum Millionär. Überglücklich nimmt Kevin seinen 1-Millionen-Dollar-Scheck nach einer Auslosung des Horseshoe-Casinos entgegen. Leider fiel dem Management danach auf, dass es ja vielleicht auch mehr als nur ein Kevin Lewis auf der gesamten Welt geben könnte. Und es kam, wie es kommen musste. Der falsche Kevin Lewis hat den Millionencheck erhalten. Tja, zu diesem Zeitpunkt hatte der gute Kevin Lewis, der erste, allerdings schon einen Heidenspaß daran, sein riesengroßes Glück zu feiern. Tatsächlich hatte das Casino daraufhin ein Herz und entschied auch, okay, wohl nicht zuletzt, um der riesen krassen Peinlichkeit zu entgehen, Kevin Lewis den zweiten, also den eigentlichen Gewinner des Millionen-Jackpots, nicht zu benachteiligen und ebenfalls zum Millionär zu machen. Von Amerika jetzt nach Nordkorea. Waren das nicht Kumpels? Oh nein! Nordkorea will jetzt tatsächlich eigene Überwachungs-Smartphones auf den Markt bringen. Smartphones sind in Nordkorea nämlich eigentlich Mangelware. Die Regierung regelt die Zufuhr streng und wegen der fehlenden Infrastruktur sind die meisten Gadgets und Funktionen in so einem Smartphone eigentlich auch relativ sinnlos. Doch das soll sich jetzt ändern. Nordkorea wird zur Techniknation. Erst ein völlig internetloses Tablet und jetzt Kim Jong-uns Wonderphone soll tatsächlich eine echte Kamera, mit der man dann so richtig fotografieren und Filme machen kann und so, und ein Android-Betriebssystem bekommen. Wahlweise Android-Fake, das sehen wir da. Ob Nordkorea das Telefon tatsächlich selber gebaut hat, bleibt irgendwie offen. Auf offiziellen Fotos, die Kim Jong-un bei der professionellen Inspektion des Gerätes in der Fabrik zeigt, wurden lediglich fertige Produkte, nicht aber irgendein technischer Produktionsvorgang dokumentiert. Und von Nordkorea geht es jetzt nach Down Under. Eine rechte australische Politikerin hat gerade bewiesen, dass Fremdenhass immer noch öfter als erwartet auf purer Idiotie basiert. Die 27-jährige zweifache Mutter Stephanie Bannister versuchte ihre sehr konservativen Ansichten in einem Fernsehinterview als Werbung für ihre Kandidatur als Parlamentarierin zu nutzen. Tragischerweise wurde binnen Minuten ersichtlich, wie wenig ihr Fremdenhass und ihr Hass gegen Andersgläubige auf Fakten basiert. Bierernst erklärte die junge Frau, sie lehne Islam nicht als Land ab, sie wolle deren Gesetze allerdings nicht in Australien haben. Als Land. Islam, das Land. Echt jetzt? Die Politikerin erklärte daraufhin, dass nur klägliche 2% der Australier an das islamische Buch Haran glauben würden. Und ja, sie meinte damit tatsächlich den Koran. Und da soll mir doch nochmal jemand die Australier als hinterwäldlerisch bezeichnen. Und wer hat überhaupt diesen Jerusalem ans Kreuz genagelt? Das geht nicht. Breaking News! Unglaublich, aber wahr! Politiker interessiert, was Bürger denken.
Den Anschein erweckt zumindest Norwegens Premierminister Jens Stoltenberg. Der hat sich ganz volksnah letzte Woche mal umgehört, was Norwegens Bürger so von seiner Politik denken. Um tatsächlich eine ganz ehrliche Meinung zu hören, hat er sich undercover als Taxifahrer ausgegeben, um mal ganz locker über Politik zu plaudern. Denn das Taxi, sagt er, sei einer der wenigen Orte, an dem Menschen noch ungezwungen reden. So schmiss er sich in die Osloer Taxi-Uniform, setzte sich eine Sonnenbrille auf und kutschierte Osloer Bürger durch die Innenstadt. Erklärte, es ist mir wichtig zu hören, was Menschen wirklich denken. Und klärte seine Identität erst dann auf, wenn er erkannt wurde. So ein bisschen eine Kiss-Taxi-mäßig. Die Ergebnisse der Tour wurden aufgezeichnet und in einem Film verarbeitet. Das Ganze gibt's auf YouTube. Oh, kennt vielleicht der ein oder andere. Natürlich hofft Stoltenberg, so weitere Anhänger für die norwegischen Wahlen im September zu gewinnen. Ob die Aktion jetzt ein reiner PR-Gag war oder ob er tatsächlich was gelernt hat, wissen wir natürlich nicht. Aber nach 8 Jahren Fahrabstinenz konnte er bei dieser Aktion wenigstens seine Fahrpraxis auffrischen und ganz unsympathisch erschien er dabei auch nicht. 8 Jahre nicht gefahren, ja, und dann schön erstmal Taxi fahren. Schön erstmal Taxi fahren. Da würde ich auch einsteigen. Würdet ihr bei Angie ins Auto steigen, ganz ehrlich? Die war ja letztens schon als Lehrerin unterwegs. Was haltet ihr davon oder haltet ihr von solchen Volksnamen? In Aktion einfach gar nichts. Das war's von Ben und meiner Wenigkeit und das war die Was geht ab? Happy News! So, wenn ihr jetzt noch Bock auf Videos von uns habt, da drüben, Excalibur, da unten. Abonnieren-Knopf hier unten drücken. Drückt den Abonnieren-Knopf jetzt näher an den Computer und drückt den Knopf. Facebook haben wir übrigens auch, checkt ihr unten in der Beschreibung. Das ist dieses soziale Netzwerk.